wir sind angekommen in Chur. Ja, genau, dort mitten im Kuchen. Okay, dann bist du gerade da. Bis gerade in dem Fall. Ciao, ciao. Ganz gross! Salut! Nino! Ciao! Schön, dich zu sehen! Wie geht's dir? Gut, selber auch. Sehr gut, danke. Die erste Frage natürlich, wo geht's hin? Ja, am liebsten heim. Raleigh, North Carolina. Ja, das wäre am idealsten. Ja. Aber ich mache mir schnell ein Türchen hier, zu Chur. Ja, das klingt hervorragend so. Ah, dann kann es losgehen. Schau, jetzt kenn, du kennst jemanden alle hier, oder? Mach nur mal, gell? Darf ich öffnen? Ja, salut, alles klar? Ja, du auch. Auch zufrieden, zufrieden. Gut. Mal. Bist du noch eine Weile da? Oder? Ja, bis am 8. oder 9. September. Dann okay. Wieder. Okay, mach's gut. Ja, gleichfalls. Ciao, ciao. Das ist für dich so Standard da, oder? Ja, man kennt... Ja, es hat nicht so viele Einwohner natürlich gemacht. du bist so bescheiden. Als würde das an dem liegen. Also, kennt man das schon den einen oder anderen? Ist das wahr, du wohnst tatsächlich jetzt bei deinen Eltern wieder in deinem Kinderzimmer sozusagen? Jetzt, momentan. Ja, ist das wirklich ja, so? Das ist so, ja. Hey, mit 26 ja, wieder zuhause. Das ist so. Das ist auch sehr ungewohnt, aha, weil bin ich seit 16 bin ich in Amerika und habe mehr oder weniger alleine gelebt. Ja. Man genießt natürlich das Geköche von der Mama. Und, das ist eine mega gute Küche. Ja, kocht wirklich hervorragend. Ja, dann lohnt sich das. Es ist auch immer schön, daheim zu sein. Du hast so früh entschieden, von hier auszuziehen. Mir ist es schwierig gefallen, 3-4 Wochen in den Sprachaufenthalt zu gehen in diesem Alter. Und du hast gesagt, weißt du was? Ich bin fort. Ja, ich muss was hat das ausgelöst? Ja, ich muss natürlich auch so sagen. Ich durfte meine erste U18 spielen mit dem 90er-Jahrgang. Ja. Die war dann in Kasan. Und dann dort ist dann, der Rufner zu mir hergekommen, mhm, und der eine oder andere Agent und gesagt, sie soll unbedingt in die Juniorliga auf Amerika und ja, das konnte ich natürlich überhaupt nicht können glauben und dachte, ja, das schaffe ich doch nicht, komme eh nicht durch. Und dann die Jahre später bin ich dann immer als Davos geblieben, habe meine erste Nationalerfahrung gemacht in den Playoffs. Mal schnell den Meisterkübel geholt. Ja, Meisterkübel ist natürlich noch eine andere Geschichte, weil bin dann während der Halbfinalserie habe ich dann ich hatte ein Gespräch mit Arno dazumal und musste ihm sagen, dass ich mein Leben möchte, an die U18 WM auf Kanada. Was hat er gesagt? Ja, das war noch recht speziell, weil wir im Halbfinale waren. Mhm. Es war ein Heimmatch, dann kam Arno zu mir hergekommen und gesagt, es ist doch unglaublich geil, quasi, hier dabei zu sein. Und dann ich natürlich das Gitter noch angehauen. Ja, klar. Ich natürlich Arno gesagt, ja, es ist schon geil, ich muss ehrlich sagen, ich möchte lieber nächstes Jahr auf Amerika und ich würde gerne die U18 WM spielen. Dann habe ich gesagt, das kannst du nicht sagen am Schiff und so. Und es geht doch nicht und so. Und ich hatte das Gefühl, dass... jetzt hätten wir so nicht übrig. Aber schon gleich, man könnte auch einen U-Turn machen da so, und dann können wir schon, finden schon einen Weg. Ich habe gedacht, irgendwann sagst du schon etwas, aber gut, also komm, dann drehen wir das schnell. Nein, auf jeden Fall. Ja, dann haben wir noch eine riesige Diskussion gehabt, und dann nach dem Match haben wir ins Büro gepfiffen und das geht doch nicht so etwas, wir brauchen die und so. Aber schlussendlich haben sie mich auch, sind sie am meisten geworden ohne mich, von ist alles gut aufgegangen. Und krass. Hockeytechnisch ist ja da, hat da alles angefangen. Und das hast du ja gemacht mit Leuten, wo man sonst... ich tue ganz kurz mal anhalten, dann hast du die Gelegenheit, wir haben ein iPad da für dich. Ja, leck, das ist mein Insta-Thema. Das ist so geil. Du kannst es ruhig die Kamera haben, wir haben da hinten auch eine, dass man sieht, was du anschaust. Ja, wenn ihr gesehen habe ich da noch... Mit dem Insta-Gorvi. Mit dem Insta-Gorvi zusammen. Wir sind etwa wie alt? Recht stylisch unterwegs, ja, noch mit dem AC/DC. Schüttel ist etwa noch das Gleiche. Ja, ist ähnlich. Ja, da meinte ich ziemlich sicher, sind wir da auch in dieser Eishalle gewesen, weil der Papa vom Enzo war eigentlich Materialwar von uns, all die Jahre. Ja. Und hat er natürlich immer die Schlittschuhe geschliffen für uns und alles. Und ich kann fast mit 100%iger Garantie sagen, dass das da mein Stock ist und der im Enzo. Weil der Enzo hat immer so einen roten Jofa gehabt. Und ja, herrliches Bild. Ist eigentlich Geschichte, eine hat mich fasziniert, ist die wahr? Ein Juniorenspiel und dann haben wir es so hoch geführt, dass dich der Coach rausgenommen hat, weil es unfair geworden ist. Stimmt das? Ja, irgendetwas war sicher einmal gesehen. Dann musste ich den Bänkler müssen und das hat mich natürlich auch gar nicht gebesselt. Ja. Und dann habe ich dem Trainer dann schon einmal gesagt, dass es eigentlich los ist. Aber unser Trainer hat auch der Enzo und mich total einfach sitzen lassen, weil es einfach
ja, haben wir den Brettigang gesehen, haben wir 21 zu 2 gewonnen oder was ich weiß. Und dann, weil er einfach zu gut war? Ja, wir haben sicher eine gute Falle gemacht, sagen wir es so. Und die grosse Ikone damals, dein Vorbild? Das war der Harris Vitolins. So, jetzt kannst du mal eins weitergehen, bis so gut. Und musst du schauen, dass es genug laut ist und dann auf Play drücken. Er hat da noch etwas Kleines aus Russland. Hallo Nino, ich bin's, Harris Vitolins. Ich fühle mich geehrt, dass ich damals dein Jugendidol war. Ich hoffe, dass du etwas von mir lernen konntest. Ich wünsche dir, dass du alle deine Ziele erreichen wirst, egal wie schwierig sie sind. Und letztes, das wäre mega cool, wenn irgendwann der Stanley Cup in Kurs steht. Viel Glück, Nino, und alles Gute. Yeah. Das ist aber herrlich. Ja. Das ist mega. Wenn du das jetzt so hörst und daran denkst, dass du ihm zugeschaut hast, wie er gespielt hat? Ja, schon sehr faszinierend, weil ihm sein Liebling ist schon in der Eishalle, ist auf der Seite und jetzt ist er nicht dort und ja, seinen Namen sehe ich schon immer. Und, ja. Ja, sein kleiner Bob, der hatte 12, ich hatte früher auch 12 und ich habe 12 genommen. Wegen ihm eigentlich. Ja. Und dann, ja, er war schon derjenige, der natürlich immer früher seinen silbrigen Helm gegeben hat, oder? Ja. Ja. Den habe ich natürlich schon immer ihn fasziniert und er war ein grosser Zentral und ein hervorragender Spieler. Und, das ist sicher ein ganz schöner Gruß, den ich da gekriegt habe. Du hast immer betont, du bist eigentlich aus einfachen Familienverhältnissen. Es gibt so Beispiele, ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber dein Vater hat sich scheinbar Überzeit auszahlen lassen, um dir Stöcke zu kaufen, weil du so viele Stöcke kaputt gemacht hast. Ja, das ist so, weil früher halt, ja, habe ich dann 12 Stück, muss ich sagen, 12 Stück nie aus Trotz gebrochen. Einfach immer meistens mit Schiessen. Und dann habe ich dann einen eingelegten neuen Stock mal gekauft, dann bin ich an den Match gegangen und dann ist der Stock gerade gebrochen und meine Mutter ist natürlich auf der Tribüne schier zusammengebrochen, das darf nicht wahr sein, wieder den Stock kaputt. Ja. Und, mein Papa hat ganz früher noch gesungen, ja, so einer Band, und dann hat er dort noch ein bisschen Geld können heimholen und sie hat schon wirklich einen faszinierenden Weg gemacht. Das war natürlich mein erster Goal. Chimera forced back by weight. Niederreiter scores! Nino Niederreiter. And Dougie Waite brings up and picks up the puck, the youngest player ever to play for the New York Islanders. And El Nino, as they're nicknamed him, picks up his first National Hockey League goal. He's out of the Western Hockey League of Swiss descent. And man. Ah, sure, lustig, muss ich das sagen. Ich wusste, dass einfach irgendwie die Goalschüsser da, dass ich hinbleibe. Und ich glaube, das ist als Stürmer wirklich das Wichtigste. Und vorher hat es leider wirklich keinen Schweizer Stürmer geschafft. Und ich wusste, dass irgendwie muss ich einfach die Scheiben rein tun, dass ich hinbleibe. Du bist dann so bekannt worden als Clutch Player. Also einer, den du bringst, wenn es um Entscheidungen geht. Dann, wenn du oder die, dann gehst du aufs Eis und machst deine Bütze und machst deine Goal. Also, wieso hast du das, wo so viel von so vielen Schweizer Spieler abgeht? Das ist eine sehr schwierige Frage. Nein, ich glaube, ich weiß auch nicht, aber ich glaube, es ist klein auf Fingersee, wenn wir das Gartenspiel gemacht haben oder weiß ich nicht, was für ein Spiel. Also, ich habe dann immer derjenige sein, der vielleicht die Entscheidung machen kann. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich das vielleicht ein bisschen lernen kann oder gesehen habe, einfach nicht Angst, um auf eine Art und Weise versagen. Ich glaube, das ist glaube, das Wichtigste. Ich sage, das Coole in diesen Situationen ist einfach, du weißt, etwas passiert. Entweder etwas Gutes oder etwas Schlechtes. Ja. Ich glaube, das ist auch der Kick, den ich gerne habe. Und darum freue ich mich immer auf diese Situation. Verständlich möchtest du einfach derjenige sein, der es kann eventuell entscheiden oder vielleicht eine gute Falle machen im guten Moment. Und wir haben hier hinten ein Getränk für dich, hier in unserer schönen Kühlbox. Schau mal. Ja. Also, wenn du ein bisschen trockene Kehle hast. Dann nehme ich was, ein Weisses Rivella. Sportler trinken Rivella. Ja, ich muss es also so sagen, ich trinke es sehr selten, aber wenn man schon mal in der Schweiz ist, was gibt es in der Schweiz, dann sehr gerne. Ein kleines Dessert vielleicht? Ich weiß nicht, darfst du Schweizer Schocke essen? Ich habe kein Problem damit, muss ich ehrlich sagen. Ich habe noch gerne Schocke. Jetzt liest man über dich, anfangs in der Schweizer Illustrierten, wie du dein Leben sonst so führst, neben Isaac K. Du führst eine Fernbeziehung seit ein paar Monaten offiziell. Wie funktioniert das? Sie ist nicht aus Raleigh, North Carolina, sondern aus der Schweiz. Wir haben uns letzten Sommer ein bisschen so gegen den Schluss kennengelernt. Wir haben dann im November entschieden, dass wir es probieren, sagen wir es so. Ja.
Und was natürlich auf beiden Seiten nicht ganz so einfach war, wahrscheinlich noch für einige schwieriger war für sie wie für mich. Und dann nachher, ja, haben wir dann gesehen, den Schritt probiert und haben dann geschaut, dass irgendwie alle 4-5 Wochen sie zu mir rüberkommt. Ja. Und ja. Wieso war es schwieriger? Du hast gesagt, für sie war es schwieriger? Ja, wie soll ich sagen, sie ist erst 22, mhm. gesagt, 5 Jahre jünger als ich. Ja. Und ja, sie hat natürlich auch nicht gewusst, genau, was auf sie zukommt. Und ja. sie hat sich schon, glaube ich, mal geschworen, sie wird nie eine Spielerfrau sein, quasi. Dann habe ich natürlich auch ganz klar gesagt, es gibt ja viele verschiedene Arten von Spielerfrauen. Und sie ist eigentlich eine, die sehr gerne arbeiten tut. Wobei, momentan ist sie im Studieren noch für ein paar Jahre. Ja. Sie studiert Jus und dann, ja. Und das war natürlich schon eine schwierige Entscheidung für sie, wie sie das Ganze handeln. Ich glaube, du musst uns die Geschichte erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt. Es war letzten Sommer und ihr Vater hat so ein Golfturnier für Oase und so eine Stiftung gemacht. Wir haben auch zu Alterssiedlungen. Ich bin dann hergegangen und dann steht sie dort. Hat ihr dem Vater geholfen. Quasi. Dann steht sie dort, hat dann einen Bell verteilt. Ich war sehr im Stress, gewesen, weil ich vom Training gekommen bin. Gerade direkt ins Restaurant. Sie ist mir natürlich sofort aufgefallen. Ja. Ja. Aber dann haben wir gedacht, ja, dann gehe ich nachher schon noch mal Hoi sagen. Und dann haben wir schon ab und zu ein bisschen Augenkontakt gemacht. Und schlussendlich, ganz ehrlich, bin ich dann am Schluss gegangen und habe mich vorstellen wollen, aber habe mir dann nicht getraut. Und dann, habe ich dann auf einen anderen Weg. Nein, komm jetzt. Du, der sagst, du schürst keine Verantwortung, egal um wie viel das es geht im Sport. Du hast zu dem Zeitpunkt, das müssen wir jetzt also sagen, nicht den Mund quasi angesprochen. Nein, das muss ich ehrlich sagen. Am nächsten Tag, sie hasst zwar, wie ich das sage, wahrscheinlich. Aber ist auf Instagram, oder? Hat sie den Mami verfolgt, oder? Mhm. Und dann nachher ist mir klar gewesen, dass ich dann sie anschreibe. Und dann den Hoi geschrieben. Hoi? Hoi. Sind die erste Worte? Ich glaube, Hoi oder Hey. Nein, das ist nicht wahr, oder? Mama. Ja, und wir haben natürlich hier noch ein Bild. Das ist eine sehr romantische Anrede. Ja, ich muss ehrlich sagen, die habe ich vorher auch nicht so gekannt. Die ist jetzt einfach mit ihr ein bisschen früher gekommen. Oh wow, das ist ein schönes Kompliment an deine Freundin. Wenn, ja, wenn sie das Beste in dir vorbringt. Ja, das ist definitiv so. Da hinten kannst du mir vielleicht schnell helfen. Ja. Hast du vielleicht schon erahnt, was wir jetzt hier noch mitgenommen haben? Du hast auf Social Media mal etwas gepostet, wo du zeigst, dass du das kannst. Ja. Hast du eins, was wir alle können? Was singen, oder? Ja. Du hast schon so lange nicht mehr gespielt. Ja, komm jetzt. Muss ich mal schauen, da ist ein Blitz. Ja, danke vielmals. Also, vielleicht mal schauen, ob ich das noch kann. Ich muss schauen. Kennst du es? Jetzt hast du gewonnen. Jetzt weiter kann ich mir immer. Weißt du, was auf DJ Bobo noch? Chihuahua! Ja, genau! Das habe ich muss ehrlich sagen, die anderen Lieder kann ich nicht mehr. Jetzt gibt es noch eine andere Hockey-Seite, die dir so am Herzen liegt. Und das ist die Schweizer Nationalmannschaft. Mhm. Und dort stimmt man immer. Ich meine, das letzte Mal bist du für was? Noch zwei Spiele bist du noch gekommen, oder? Genau. Wieso bist du so erpicht darauf, praktisch kein Spiel zu verpassen? Einmal musste ich eine WM auslassen. Mhm. Und dort habe ich gesehen, mental, physisch konnte ich nicht mehr können. Mhm. Aber gesehen, mental wollte ich unbedingt gehen. Ja. Und dann haben wir dann nachher entschieden, oder auch mein Umfeld gesagt, hey, Lognino, vielleicht ist es gescheiter, wenn du nicht gehst, geh spielen. Und gesehen, habe ich dann auf andere Leute gelöst, sozusagen. Ja. Ja. Und seitdem habe ich mich extrem aufgeregt über den Entscheid, weil ich gesehen, unbedingt auch immer gehen will. Ja. Und ich glaube, das Schöne am Ganzen ist, gesehen, jede Weltmeisterschaft ist immer so speziell, du lernst neue Leute kennen, du bist vielleicht mit neuen Spielern zusammen, mit Spielern, wo du vielleicht früher in der U18 WM gespielt hast oder U16 dort dabei warst. Ja. Jetzt kommen die alle wieder zusammen, als wir. Und das sind genau solche Momente, die ich eigentlich am meisten geniesse. Natürlich ist es der Match und das Spiel, wo du gewinnst und etwas erreichst, das, was schrittlich zählt. Ja. Aber schrittlich in die Garderobe reinkommen und die Gespräche und wie lustig und die Situation, die man halt schon früher erlebt hat, zusammen im Tenor oder zum Beispiel mit dem Scherwe oder was immer, was natürlich eine lustige Sache erlebt. Und ich glaube, so Sachen, wenn man wieder darüber redet, das ist genau das, was dich nachher treibt, um im Hockey nachher erfolgreich zu sein. Ja. So, da sind wir. Danke dir vielmals. Ich weiß es sehr zu schätzen. Kein Problem. Und alles Gute weiterhin. Ja, merci.